ich glaube, fast anderthalb Jahren haben wir das erste Interview mit Kerstin Ott gemacht, und zwar ganz am anderen Ende der Republik in München, und jetzt sind wir in Hamburg. Servus. Oder moin moin. Genau, moin moin. Ja, seitdem ist eigentlich wieder eine ganze Menge passiert, würde ich sagen. Es gibt, habe ich gehört, demnächst das neue Album im August. Genau. Im Juli kommt eine Single und es kommt auch noch ein Buch. Wo fangen wir an? Ja, also wir gerne mit dem Album. Da sind wir jetzt gerade in den letzten Zügen und haben auch die letzten anderthalb Jahre richtig viel Herzblut da reingesteckt und viel Arbeit ist da drin. Und wir freuen uns jetzt auch, dass das jetzt losgeht, und ja, sind gespannt, wie das Ganze ankommt. Und vorher, wie gesagt, im Juli, glaube ich, eine Single. Kannst du da schon verraten, in welche Richtung das geht? Ja, also die Single wird heißen noch nur einmal noch. Und da geht es darum, dass man ja sich den Verführungen des Tages oder auch wenn man eine Leidenschaft zu jemandem hat, die man eigentlich nicht haben dürfte, und das besinge ich ein bisschen in diesem Titel. Und dann, wie gesagt, ein Buch. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist eine Autobiografie. So alt bist du nun auch wieder nicht. Was passiert da alles oder was ist in deinem Leben alles passiert, dass da jetzt ein Buch schon entstanden ist? Das musst du ja aus dem Buch lesen. Natürlich, aber wir müssen ja ein bisschen anteasern. Warum sollen die Leute das Buch kaufen? Ja, auf jeden Fall habe ich schon ziemlich viele Stationen in meinem Leben so mitgemacht, auch wenn ich noch ganze junge 36 bin. Und ja, da sind auf jeden Fall viele Dinge stehen in dem Buch drin, die ich so noch in den Interviews noch nicht gesagt habe. Und zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin, wie das alles abgelaufen ist, wie das angefangen hat mit meiner musikalischen Karriere, ganz detailliert. Ja, kann man auf jeden Fall gespannt sein. Weil du gerade sagtest, da sind vielleicht Dinge drin, die du bisher in Interviews nicht gesagt hast. Wir haben heute einen Topf mit Fragen. Und ich weiß zwar grob, was für Fragen drin sind, aber jeder Künstler zieht sich selber seine eigenen Fragen raus. Vielleicht magst du einmal ziehen. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Auf jeden Fall nicht auf Landschaft und auf Meer. Also ich könnte nicht in der Stadt wohnen. Das wäre das, worauf ich am allerwenigsten verzichten könnte. Ist das Meer dabei egal oder muss es die Nordsee sein? Nö, also es kann auch ein See sein, aber ich mag gerne am Wasser sitzen, oder ich mag es auch gerne etwas ruhiger. Ich muss nicht in der Großstadt, da werde ich immer nach ein paar Tagen ein bisschen hibbelig. Hahaha, hibbelig. Okay, noch eine? Kannst du Stille ertragen? Ja, kann ich sehr gut. Habe ich auch gerade gesagt. Passt ja eigentlich gerade zu der Frage. Ne? Perfekt, ne? Ja, so mache ich das. Ich ziehe mir einfach die besten Fragen hier raus. Ja, genau. So, eine machen wir noch, dann machen oder? Wir noch eine, genau. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy? Ja, sehr oft, weil ich brauche das natürlich auch beruflich. Und ja, Social Media mäßig bin ich jetzt nicht so süchtig, aber ich glaube, ganz normal 30 Mal, 100 Mal, keine Ahnung, 5 Mal. Das ist wechselnd, je nachdem, wie viel ich zu tun habe. Es gibt jetzt eine App, wo man die man sich runterlädt, die dann kontrolliert, wie oft du auf dein Handy geschaut hast und wie viele Stunden du mit deinem Handy verbracht hast. Wäre das etwas, was du dir herunterladen würdest, oder sagst du, ey komm, ich nutze es halt so, wie ich es nutze? Also ich muss dazu sagen, dass ich nicht eine einzige App heruntergeladen habe. Ich habe genau das, wie es die Werkseinstellungen sind. Von daher erübrigt sich die Frage ein bisschen. Nee, ich bin da nicht so, das mit den Apps runterladen und so weiter, das habe ich nicht, brauche ich auch nicht. Dann vielen Dank und wir sind gespannt, wann das nächste Mal stattfindet. Es gibt noch ein paar Olés, glaube ich, wo du auch noch dabei bist, oder? Nürburgring. Dann sehen wir uns am Nürburgring wieder. Danke. Perfekt. Dir. Bis dann.